Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Und wie angekündigt, na, machen wir jetzt hier eben das, irgendwas mit zwei kleinen Kindern. Was auch immer. Und dann, machen wir die Mission von Birna. Proviant ist immer noch voll, okay. Und hier läuft auch dieser Eiferer rum. Nicht ganz so cool, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil er ist dann doch deutlich stärker als wir. Ich denke nicht, dass wir den besiegen können. So. Kinder. Ach ja, Großvater Schelle, genau. Seine Faust ist der ruhmreiche Narrenklatscher. Voll riesiger Namen und getrocknetem Blut. Oh, so eine gute Schelle. Kinder. Was ist diese Schelle, von der ihr sprecht? Unser Großvater verteilt sie. Sei vorsichtig, wenn du keine willst. Ich bin sicher, dass ich ihr widerstehen kann. Viele Hasenfüße sagten dasselbe. Er braucht nur eine Faust, eine Schelle. Boom! Wie ein Wolf, der mit seinen Knöcheln heult. Tja, jetzt bin ich wirklich neugierig. Ha! Gut! Das Schicksal klopft an deine Tür. Großvater, hier will jemand eine ordentliche Schelle! Hallo! Ja, ich bin überwältigend stark, über alle Maßen. Doch es ist nicht der Rede wert. Bist du ein Dränger? Dann sollten wir Kriegsgeschichten und Weisheiten über einen Becher Met am Herdfeuer teilen. Du suchst Weisheit? Werde kein Held wie ich. Diese Schelle ist wie ein Fluch, der auf mir lastet. Die Kinder haben meine Neugier geweckt. Dein bescheidenes Auftreten umso mehr. Ja, ich bitte dich. Das muss nicht dazu führen, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Ich will dann nicht drauf hinaus. Du ziehst besser weiter, wenn du nicht eine Fausthöhle als Gesicht haben willst. Kinder, hört auf, so zu reden. Ich will sie nicht einsetzen. Sollen wir es versuchen? Na komm. Ich wünsche wirklich, diese Schelle zu sehen und sie mit meinen bescheidenen Fäusten zu besiegen. Das wird keinem von uns Freude bereiten, fürchte ich. Ja, fürchte ich auch. Steh mir bei, Herr. Boah. Ach, ich bin müde. Ach, kannst du nicht mal? Boah. Betäubung. Und das war's. Nie zuvor wurde ich besiegt. Ich bin erstaunt. Verwirrt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Du hast meiner Schelle widerstanden. Dafür teile ich meinen Schatz mit dir, den mir meine Schelle über die Jahre eingebracht hat. Lohn für eingeschlagene Schädel. Ach, ich fühle mich von meinem Vermächtnis befreit. Nun kann ich endlich ein gewöhnliches Leben führen. Dem Himmel sei Dank. Was war das denn jetzt? Was ist er denn für ein Hampelmann gewesen? Na, wo war jetzt der... Er hat mir seinen Schlüssel gegeben, ne? Was war das denn? Das war ja mal gar nichts. Das Testament von Werefried dem Scheller. Grüße an den Aldermann Wiegmund und die Edelleute des Kios. Ich, Werefried, vererbe mein zweitgeborenes Kind den Besitz all meines Landes, welches unter Gottes Herrschaft hier in Granta Brüxgir mir gehörte. Dieses Schreiben bestätigt, dass ich all dies Land aus meiner fähigen Hand in die fähigen Hände meines zweitgeborenen Kindes übergebe mit den Worten: Ein langes Leben wünsche ich dir, dir großen Ruhm. Ich gehe in Frieden von dir, Werefried. Warum soll ich denn die lesen? Hab ich doch. Hab's so gelesen. Achso, das ist von da unten. Der Schatz, den er versprach. Seine Schelle bescherte ihm ein Meer an Reichtümern. Was haben wir dafür gekriegt? EP. Okay. Na gut. Die Kinder haben eine Sammlung derer, die eine Schelle bekamen. Wie war der Knochenlose? Keine Chance. Half dann Ragnarsson. Oh, ein Ragnarsson. Ein Schlag und er flog quer nach Eofor-Vixgir. Eofor-Vixgir. Fulke der Paladin, ihr Auge wurde umgestaltet. Eofried, sein Kiefer zerbrach wie ein Zweig. Soma war nicht bereit für den Faustkuss. Oh. Selbst Soma hat hier gekämpft.
Proviant voll, alles klar. Gut. Du, Hampelmann. Hau rein. Mach's gut. Also, hau rein im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Pferd. Ah, da hinten kommst du. Okay, komm, auf geht's. So, dann gehen wir zu Birna. Wie ich das sehe, ist jetzt auch erstmal kein Schatz in der Nähe. Nur der hier. Also wie gesagt, falls das jemand weiß, der schwarze Gipfel, ja. Ich komme da nicht in diesen blöden Schatz rein. Okay, machen wir das. Kleiner Fuchs, hau ab. So, die Schätze, genau. Die Schätze holen wir uns da drin auch. Dann gucken wir einfach mal, was wir jetzt hier machen müssen. Das sind Feinde, ne? Ja. Okay, bleiben wir hier. Das restliche Stück gehen wir zu Fuß. Da hinten ist er, okay. Die Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Was ist das? Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Aber wo sie recht hat, hat sie recht, oder? Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Iva und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Oh, gekränkte Liebe. Ist natürlich, aber das wäre schon zu eindeutig, die ganzen Hinweise auf Birna. Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Garlen und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Garlen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Okay, Eve hat ein Feuer gelegt, um es dann selber zu löschen und sich als Held darzustellen. Aber der wird doch nicht eine ganze Stadt aufgeben. Hat sich ja noch nicht mal Zelt rausgespielt irgendwie. Er wurde ja noch nicht mal irgendwie gelobt danach oder sowas. Das waren wir ja. Wir könnten den ganzen Tag reden. Aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Okay. Halte die Wachen aus. Wo sind die Wachen? Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Oh, da. Da ist einer. Diesen Wachen entgeht nichts. Oh. Also kommen wir nicht hier irgendwo an der Seite rein? Warte. Oh, da sind auch ganz viele. Kommen wir nicht hier irgendwo rein? Ja, hoch kommen wir da nicht.
Sag nicht, dass hier vorne der Haupteingang ist. Das wäre ein bisschen doof. Oh. Oh, Sir. Nochmal, macht keinen Scheiß jetzt. Und flink durch das Gras. Ah ja, ich sag's dir. Der trägt Geräusche fort. Das habe ich früh geübt. Ich habe es geübt, indem ich mich so oft es ging durch Schlafzimmerfenster geschlichen habe. So, da oben sind zwei. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Und mein Ziel ist erstmal eher hier vorne. Geh doch mal weg, Birna. Gleich einen auf die Birne. Ja, der bewegt sich da, der bleibt da nicht stehen, ne? Okay. Bam, ins Auge. Gut. Weg, weg, weg. Okay. Sind hier noch weitere? Das Ding ist, da hinten ist einer. Ah je. Siehst du deinen Kumpel da jetzt zufällig? Ach shit, ey. Hilf mir. Sei meine Augen. Jetzt ist er da hinten. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Weil der kommt ja jetzt hier hin. Da unten läuft er doch. Perfekt. Weißt du was? Da. Falls ich den jemand angucken will. Also hier ist erstmal keiner. Oh doch, da. Kumpel, kommst du hin? Was ist jetzt schon wieder? Mal gucken. Dein Ernst, komm doch jetzt weiter. Ich jetzt erst. Junge. Ja, genau. Nimm deinen Knüppel da und jetzt komm. Ja, halt's Maul. Ah. Nein, keine Falle. Ohne ihn Sicht. Jetzt will sie doch werden. Das sieht aber gut aus. Da vorne läuft noch einer. Ja. Jena, ist das dein Ernst? Wie versteckst du dich denn? Mädchen. Na komm. Ach, okay, komm, dann bleibt er halt stehen. Was, was, was? Einer, der das sehen könnte? Arm, Junge. Auch Birna, allen Ernst. So. Plündern. Genau, steig aufs Dach. Zeig allen, wo du bist. Gutes Mädchen. Becher voll, okay. Schön. Schön, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Geh mal hier hoch. Hier kümmert euch darum. Komme ich gar nicht weiter. Was ist das denn?
Na, wo ist denn hier der Eingang? Also hier ist er nicht. Nein. Da haben wir jetzt fast gedacht, dass das passiert. Ach, jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Ja, warte, warte, warte. Arm, Junge. Er hat ihn weggeflext. Jetzt ist das Ding. Wie komme ich denn... Hier komme ich... Hier kommst du auch rüber. Echt nicht? Ah. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. Wie komme ich denn in den inneren Kreis hier rein? Hier brennt hier alles nieder. Oh, da braucht einer meine Hilfe. Oh, da braucht noch einer meine Hilfe. Danke dir. Der Schlüsselmeister. Der Schlüsselmeister gewesen. Nein, nein, das machst du nicht. Ich muss ja einmal ganz kurz hier neue Pfeile holen. Oh. Aua. Och. Komm schon, den hatte ich da auch. Nimm mal Pfeile. Geh mal weg. Ach, Junge, geh da weg. Er ist nicht weggegangen, ne? Habe ich meine Pfeile? Ja, doch. Komme ich hier hoch? Ne, ich komme da tatsächlich nicht hoch. Ach, da. Da ist der Schlüssel. Hab Dank, Eivor. The key to the city. Schlüssel. Boah. Das dauert nicht lange. Ja gut, so jetzt. Okay, ihr macht das gut. Ich muss den Schlüssel einsetzen. Wo immer das geht. Noch mal hier lang. Okay, töte ihn. Da, ins Bein. Junge, wie bist du denn da? Da. Irgendwann ist aber mal Schluss hier. Warte, 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 ich werde ihn wiederbeleben. Ich will das jetzt immer nehmen. Danke. Oh. Da. Wir müssen ja irgendwo hier herkommen, ne? Komm, steh auf, Junge. Oder das Ding ist, wir müssen einfach unten rein. Oder? Ah, hier komme ich hoch. Ah, korrekt. Glaube ich. Den ich mal looten. Hast du gemacht, okay. Hier kommen wir rein. Hallo, was geht ab? Ja. Jawohl. In einer. Machst du? Oh, er macht. Oh, was ist er denn für ein Kung-Fu-Meister?
Ja. So. Okay, wenn du was hast. Okay, da kümmert ihr euch drum. Ich hole mal hier die Pfeile, beziehungsweise das, was hier drin ist. Hallo, was geht ab? Buch des Wissens. Rennen und packen, okay. So, warte. Hier können wir noch was lesen. Brief an Wiegmund, Tarnrandwald. Anbei findest du ein kleines Geschenk, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Die Männer sind gut ausgebildet und voller Eifer. Nie sah ich einen Haufen Krieger, der versessener darauf war, sich zurückzuholen, was ihnen zusteht, und es dann zu verteidigen. Deine Treue ist unvergleichlich und ich weiß, dass ich mich auf deine Unterstützung verlassen kann. Der Sieg wird unser sein. Wie? Alles klar. Lass uns hier mal durchgehen. So. Halte die Wachen aus. Machen wir. Kannst du deinen Kumpel da mal wiederbeleben? Okay, dann mache ich das. Alles klar. Ein Ding. Ist auch down. So, holen wir uns erstmal hier die ganzen Sachen. Hier, da ist die Rüstung. Die ist wichtig. Jawohl, Jägerrüstung. Geil. Was willst du denn jetzt hier? Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss. Alle beim Sterben einscheißen. Okay, warte mal, mal gucken. Hier scheint nichts mehr zu sein. Wir haben tatsächlich alles abgeräumt. Okay, reden wir mit Birna. Wo willst du hin, Fräulein? Hallo? Hallo? Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Granterbrück. Das war jetzt ein bisschen dunkel, glaube ich, aber wir hatten leider kein elektrisch da. So, Granterbrück, das haben wir erledigt. Nächste, was wir sehen, ist 330 Meter weg. Okay. Okidoki. Das ist das nächste hier. Ja, würde ich sagen, holen wir uns das noch und dann gehen wir, oder gucken wir, was das ist. Aber warte mal, jetzt werde ich erstmal eben ganz kurz die Fähigkeiten hier angucken. Also wir haben neue Fähigkeiten. Wo sie, ach, da kommen sie jetzt. Okay. Packen wir mal dahin, aber ich will ja nochmal eben gucken, was das ist. Rennen und packen. Halte R2, um zu rennen. Remple dabei Gegner an, um sie zu packen und hochzuheben. Hilf sie über Kanten. Oh, geil. Das ist das, was Kyotvi mit uns gemacht hat am Anfang. Okay, was können wir hier? Brandpulverfalle. Binde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an deinen Pfeil, den du ausbildest. Okay. Okay. Ja, nehmen wir. Alles gut. Okay, Fertigkeiten haben wir auch wieder. Wir gehen. Ja, das haben wir alles aufgedeckt. Da kommen wir nicht lang. Leichter Schild. Haben wir hier Nahkampfschaden? Hier Rabe. Bam. Da kommen wir nicht hin. Wir
Wir können das jetzt. Ja, wir müssen, wenn wir hier weiter wollen, müssen wir hier lang gehen. Also praktisch hier außen rum. Zack, 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 zack. Dann kommen wir dahin. Alternativ nehmen wir leichter Schild. Fähigkeiten Schaden. Fernkampf. Dann haben wir hier nochmal Nahkampf. Ausweichen. Ah, das ist cooler hier. Gehen wir hier lang. Okay. Holen wir uns erstmal den Schatz. Da hier. Jawohl, jetzt funktioniert's. Korrekt. Okay, da 300 Meter. Da können wir hinreiten. Mal gucken, was das wieder ist. Das nehmen wir mit. Das liegt auf dem Weg. Okay, weiter geht's. Na, 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 na. Also jetzt ist die Frage, wen vermuten wir? Ist der Saboteur? Verräter, ja? Das deutet eigentlich so ein bisschen auf Birna hin. Mugglerin. Verschmähte Liebe. Keine Gerste. Ich baute den Speicher und sorge für den Verkauf. Hättest du das sagen, würde all die Gerste verrotten. Spei keine Jauche. Wir wissen beide, dass du neidisch bist. Du benutzt den Speicher, um den Gewinn zu horten. Was ist hier los? Die Gerste in diesem Speicher wurde mit meinem Schweiß und Blut gewässert. Ja, und du bekommst deinen Anteil Silber, wenn ich sie verkaufe. Aber du behältst den Großteil. Du teilst 5 Teile für dich, einen für mich. Ich habe es mir verdient. Der Verkauf kam nur durch mich zustande. Ich kümmere mich um die Steuern. Ich habe endlos verhandelt. Du da, Däne. Wer verdient mehr? Der die Gerste anbaut oder der sie letztlich verkauft? 50-50. Wenn er keine Gerste anbaut, kannst du nichts verkaufen, du Hampelmann. Da. Das Silber sollte gleichmäßig verteilt werden. Was soll mich dazu bewegen, all diese Geschäfte abzuschließen? Mein endloser Einsatz? Die Papiere? Er könnte nicht mal sein Augenlicht verkaufen. Ohne mich gäbe es die Gerste nicht einmal. Meine Gerste ist überall in Mercia und E6 bekannt. Serbi Suff! Meine Seele steckt in jedem Krug. Ich schwöre beim Heiligen. Das Verhältnis dieser zwei Brüder ist angespannt. Nur durch festen Glauben an Jesus Christus können wir dieses Blutvergießen beenden. Wer ist denn hier drin? Oh, was ist das? So, ich rede mal mit der Frau hier. Was ist aus uns geworden? Wie die Tiere. Ja, da hast du recht. Ach, du Prost. Armer Arbeiter. Ohne meinen Witz müssten wir Aasfresser verscheuchen. Nur wegen mir kennt man uns in ganz Mercia. Ja, du hilfst mir nicht weiter. Ist das da hinten wieder? Nee. Ich wünschte, unsere Eltern würden sich wie früher vertragen. Bevor es den Speicher gab. Als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Die kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Richtig. Wie immer haben Kinder den Durchblick, wenn sich Erwachsene streiten. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Ja, jeder macht das, was er richtig hält. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr. Ja, ist ja gut. Das Tagebuch von Sebi, Werter Burgrät, König von Mercia. Mein Name ist Sebi und mein Ale wird von Kriegern in ganz Mercia von Ost bis West getrunken. Ich habe unsere Männer, die unsere Lande verteidigen, immer gerne mit diesem Getränk versorgt. Doch ist mir zugetragen worden, dass mein Bruder Alduini sich das Silber unter seine dreckigen Nägel gerissen hat. Ich fordere ein Heer der besten Männer von Mercia, um ihnen der Gerechtigkeit des Schwertes zuzuführen. Mir brodelt der Krieg sowie das Bier beim Brauen. Mit herzlichen Grüßen, Sebi von Mercia. Okay, er will seinen Bruder also töten. Nicht cool. Grüße, guter Bauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so wütend.
Warum guckt er mich denn nicht an? Atme tief durch, trink etwas Ale und genieß die Früchte deiner Arbeit. Kein Silber ist eine zerbrochene Freundschaft wert. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn mein Blut kocht, muss die Welt es erfahren. In meiner Heimat gibt es nur eine ehrbare Lösung. Ein Holmgang. Du hast recht. Scheiß auf ihn. Ich dresche auf ihn ein. Zeig ihm, wozu Bauernhände gut sind. Pisser. Oh, jetzt gibt's das Duell. Und die Schlägerei. Komm raus und kämpfe! Du glaubst, ich stehle dir deinen Spiel? Du stiehlst mir die Würde! Wenn ich mit Fäusten sprechen muss, werde ich das tun! Oh ja! Warte. Bleib doch mal gechillt. Kann ich mit jemandem hier reden? Na, dann tragt es aus. Oh, jetzt kommt sie. Jetzt kommen sie alle. Okay, komm, reden wir nochmal. Sie zanken sich ständig. Okay, das kennen wir schon. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Was soll ich denn jetzt hier machen? Jungs. Seht euch jetzt gegenüber? Was ist aus uns geworden? Ja. Wie die Tiere. Also was, ich glaube, wir zerstören einfach hier den Speicher. Was ist davon? Ja, weißt du was? Hat keinen Sinn mit den Idioten hier. Ihr wirft das mal da dran. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das nimmt ihnen, was sie entzweit. Es gibt keinen anderen Weg. Boah, wir haben alles abgefackelt. Ach du meine Güte. Ja, ach du meine Güte. Oh. Jetzt seid ihr alle am Arsch. Ich rieche, wie sie verbrennt. Oh Gott. Mal alle jubeln. Jawohl, alles ist zerstört, unsere ganze Existenz. Mit alledem. Jawohl. Es hat uns nur auseinandergerissen. Es stimmt, dass wir einst glücklich waren. Vielleicht können wir neu beginnen. Noch mal von vorn. Ja, von mir aus. Muss ich jetzt hier nochmal hingehen? Krieg ich dann... Ich hab das doch jetzt abgeschlossen. Ach so, jetzt muss ich... Ach so, mit ihr muss ich jetzt reden. Kinder, war eure Familie schon immer so streitsüchtig? Ja, schon. Aber hoffentlich ändert sich das jetzt. Auch wenn der Weg dorthin recht drastisch war. Danke. Ja, sorry. Ging halt nicht anders, ne? Okay. So, ach guck mal, hier haben wir jetzt noch was, da haben wir noch was. Oder müssen wir hinreiten? Das ist sehr weit. Weißt du was? Holen wir jetzt noch hier. Da gehen wir jetzt noch hin. Dann machen wir Feierabend für heute. Und ich reite dann in der Zwischenzeit wieder hier hin und dann treffen wir uns da in Grantabrück, würde ich sagen. Also ein... Machen wir das jetzt erstmal hier? Es ist besser so. Oh. Unsere Väter würden sonst ewig streiten. Unsere Eltern waren mal zufrieden. Ja, ja, ist ja gut. Ich kenn's doch jetzt. Oh. Sag mal, wurde es dunkel. Hast du das gesehen? Irgendwas ist hier. Was ist das? Da bitte nicht wieder so eine scheiß Tätowierung. Rechtliche Wände? Ah, okay. Okay, auf Ölkrüge schießen. Ja, ich will erstmal gucken, was hier so Sache ist. Da vorne ist der Eingang bestimmt.
Okay, das geht alles. Yeah, ist ja gut. Das geht alles nicht kaputt. Wo haben wir denn hier so zerbrechlichen Wände? Also hier ist erstmal nichts. Und hier kommen wir auch nicht drüber. Kann ich Krüge aufheben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, warte mal. Kann ich so einen Krug aufnehmen? Nein. Okay. Warum wird mir das denn gesagt mit den zerbrechlichen Wänden? Da, das hier scheint die zerbrechliche Wand zu sein, ne? Oh, das hier. Obwohl, die sieht alles andere als zerbrechlich aus. Mal gucken. Zerbrechliche Wände. Du kannst diese Wände durch eine Explosion zum Einschuss bringen. Wenn du auf Ölkrüge schießt, die in der Nähe der Wand stehen. Oder einen Ölkrug. Ja, dann habe ich nicht weitergelesen. Hier hinten irgendwie ein Ölkrug, aber ich kann doch keinen aufnehmen. Das klappt nicht, das haben wir gerade schon getestet. So, das klappt auch nicht. Kann aber auch nichts aufnehmen. Vielleicht müssen wir aber hier trotzdem irgendwo rein. Sorry. Hätte ich vielleicht so einen aufheben können? Weiß es nicht. Hier sind nochmal so kleine. Kann ich die aufheben? Ja. Okay. Gehen wir mal so ein. Oh, so knapp. Die Frage ist, wo ist diese zerbrechliche Wand? Das ist bestimmt die vorne gewesen, ne? Da, wo die Statuen stehen. Oder das ist die hier. Könnte auch einer sein. Ich versuche das mal. Oh, Sir. Was war das denn? Kann ich den mal eben abstellen? Muss ich mal eben um den Hampelmann da kümmern. Bei mir ist nichts zu sehen. Hast du? So, dann nehmen wir mal weiter unseren Krug hier. Oh, da kommt noch einer. Ich dekoriere hier nur ein bisschen um, keine Panik. Jetzt bin ich wieder... Ach, ernsthaft. Dachte, ich könnte da rumgehen. Jetzt muss ich hier hochklettern. Das geht doch nicht gut. Komme ich doch gar nicht lang. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich... Ich stelle mal eben hier hin. Ja. Okay. Das hat nicht geklappt. Nicht so, wie ich wollte. So, nehmen wir noch so einen Krug. Muss ja irgendwie jetzt hier rüberkommen. Kommst du hier? Ah, okay. Da kommst du auch. Okay. Sehr gut. So, das hier ist da bestimmt. Das ist doch. Ja, das ist die Wand. Ja. Komm. Jawohl. Oh. Korrekt. Haben wir hier irgendwas?
Römisches Artefakt. Geil. Darauf erstmal die Vase zerstören. Römisches Artefakt. Sehr gut. Aber ich frage mich, wo dieser zweite Typ ist. Er hat doch gerade gesagt, hier bei mir ist nichts. Egal. Ja, gut, dann würde ich sagen, obwohl wir sind jetzt hier in der Nähe. Was? Dass hier in der Nähe ist, beziehungsweise wir sonst hier wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen. Deswegen machen wir das da jetzt auch noch. Ich hoffe, das ist nicht zu lange. Aber ich muss sagen, das sind coole kleine Dinger, die man hier machen kann, ne? Ein bisschen nachdenken, kleine Rätsel, bisschen was suchen, kleine Mini-Aufgaben. Schon ganz nett gemacht. Was haben wir da hinten? Wer weiß, was das wieder ist. Oh. Lord und Lady? Was ist Lord und Lady? Das kenne ich noch nicht. Lesen. Ich muss die Wuffingers davon unterrichten, dass er unter ihnen lebt. Durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpfen. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen, damit wir sein Licht empfangen können. Das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Ich spüre seine Macht. Er bedeutet mir seine Liebe und beruhigt mich. Ich erwidere sie mit meinem Glauben, meiner Frömmigkeit und werde eine seiner Stimmen. Ach so, ich war kurz irritiert, weil das hier irgendwie war. Ich dachte, okay. Und jetzt? Ich hab das gelesen. Was soll ich jetzt tun? Ich muss die Wuffingers davon unterrichten, dass er unter ihnen lebt. Durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpfen. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen, damit wir sein Licht empfangen können. Das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Na ja. Ich spüre seine Macht. Er bedeutet mir seine Liebe. Und beruhigt mich. Ich erwidere sie mit meinem Glauben, meiner Frömmigkeit und werde eine seiner Stimmen. Ah, jetzt. Acht Meter über mir. Alter, was ist das denn generell hier? Wie nennt sich das hier? Menhire. Hätte mir nicht gesagt, was ich hier machen soll. Da ist schon wieder hier irgendwas unter mir. Irgendeine Höhle wieder. Ja, das hier. Ja, super. Das habe ich doch schon gelesen. Ist aber nichts weiteres, was ich lesen kann. Ach, oder muss ich dieses Symbol... Was passiert denn, wenn ich jetzt hier hochgehe? Tut sich hier überhaupt irgendwas? Also sieht aus wie das da hinten. Oder? Was soll ich denn hier tun? Kann ich hier irgendwas schießen?
Freunde, ich habe einen Plan, was ich hier machen soll. Irgendwas höre ich hier immer noch so, aber hat der Baum hier irgendwas damit zu tun? Warte mal. Ah! Ich spüre eine Macht. Unsichtbar. Okay. Passiert noch was oder kann ich... Achso, wir haben uns das nur so ein bisschen angeguckt. Okay. Na gut, Freunde, dann haben wir das auch gelöst. So durch Zufall so ein bisschen. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie das hier funktioniert. Gut, alles klar. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um Punkt 19 Uhr in Ganterbrück wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.